herzlich willkommen im Kino des DFF. Heute werden Sie einen Film sehen, in dem mein Mann Sam Riley die Hauptrolle spielt. Der Film heißt Das finstere Tal. Und Das finstere Tal ist ein Roman von Thomas Willmann, der sich damals ganz gezielt und bewusst für einen Regisseur entschieden hat, dem er sein Werk anvertraut, nämlich für Andreas Prochaska. Und das war für mich wirklich eine unglaubliche Erfahrung, meinen Mann bei diesem Prozess begleiten zu dürfen, von der ersten Begegnung zwischen ihm und dem Regisseur Andreas Prochaska und bis hin zum letzten Drehtag im Schnalztal, wo dieser unglaubliche Genrefilm entstanden ist, war das einfach eine Zeit, die meinen Mann sowieso, aber auch mich als Begleiterin sehr geprägt hat. Und zwar ist es so, dass mein Mann ein riesengroßer Fan Western-Filme-Fan ist und ich glaube wirklich alles gesehen hat, was man sich nur vorstellen kann. Und ich glaube, es war wirklich auch wie ein Kindheitstraum für ihn, in diese Rolle schlüpfen zu dürfen und diese Hauptfigur zu spielen, diesen Fremden, der sich aufmacht in ein Dorf. Und in diesem Dorf und bei diesen Dorfbewohnern gibt es ein fürchterliches Geheimnis, das alle verstummen lässt. Und dieser Fremde kommt und letztlich möchte er sich rächen und wird sich auch rächen. Und die Art und Weise, wie Andreas Prochaska diese Geschichte erzählt und wie auch sein Kameramann Thomas Kienast mit was für gewaltigen Bildern diese Atmosphäre eingefangen wurde, die Natur, aber auch diese Stimmung unter diesen Dorfbewohnern, das ist so besonders und der Film ist zu Recht tausendfach ausgezeichnet worden. Eigentlich könnte man fast sagen, es ist ein Anti-Heimat-Film, aber bitte schauen Sie selbst, lassen Sie sich überraschen. Die Geschichte ist großartig und die Schauspieler sind wunderbar und eben, wie gesagt, allen voran mein englischer Ehemann inmitten von grandiosen österreichischen Schauspielern und der wunderbaren Paula Beer. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und viel Vergnügen beim Film.